Dies ist eine Exponentialgleichung, weil die Unbekannte als Exponent auftritt. Um sie zu lösen, erkennen wir zuerst, dass 2 Drittel genau der Kehrwert von 3 Halbe ist. Wir können hier den Bruch 2 Drittel umkehren, indem wir den Exponent entgegengesetzt nehmen, also so. Und 3 Halbe hoch minus x ist dasselbe wie 1 geteilt durch 3 Halbe hoch x, so. Das heißt, diese Potenz wird von oben nach unten gesetzt, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. In dieser Gleichung erkennen wir, dass die unbekannte x da und da in diese einzige Form auftritt, 3 Halbe hoch x, da auch. Und sonst tritt x nirgendwo auf. Also werden wir stellen, y gleich dieses 3 Halbe hoch x. In dieser Gleichung ersetzen wir also 3 Halbe hoch x überall durch y und dann wird diese Gleichung zu dieser y-Gleichung. Hier multiplizieren wir beide Seiten mit 36y und somit stoßen wir auf diese Gleichung zweiten Grades mit unbekannter y. Diese Gleichung lösen wir zum Beispiel mit Delta b² minus 4ac und finden so, dass y entweder minus 4 Neuntel oder 9 Viertel sein muss. Wir haben also 2 Fälle für y. Aber Vorsicht, gefragt wurde nicht y, die Übung ist hier nicht beendet. Gefragt wird x, also nicht vergessen, back to x. Wir haben 2 Fälle. Wenn y minus 4 Neuntel ist, dann bedeutet das, dass 3 Halbe hoch x minus 4 Neuntel sein muss, aber jeder Exponentialausdruck ist immer streng positiv und kann unmöglich minus 4 Neuntel sein, also der erste Fall führt zu keiner Lösung. Jetzt der zweite Fall, wenn y 9 Viertel ist, das bedeutet, dass 3 Halbe hoch x gleich 9 Viertel sein muss. 9 Viertel ist aber genau das Quadrat von 3 Halbe. Und hier haben wir eine einfache Exponentialgleichung der Art Potenz gleich Potenz und die Basis ist dieselbe. Weil jede Exponentialfunktion stetig und streng monoton ist, gilt, für egal welchen y-Wert gibt es einen und einen einzigen x-Wert, von dem y das Bild durch die angegebene Exponentialfunktion ist. Und aus diesem Grund dürfen wir hieraus schließen, dass die Exponenten gleich sein müssen. Also muss x 2 sein. Das ist die einzige Lösung von dieser Gleichung. Also stecken wir die 2 in die Lösungsmenge hinein. Und diese Übung ist schon beendet.